Wunderbar, dass so viele gekommen sind. Ich finde es ja sensationell, dass bei so einem Wetter so viele Leute aus München sich hierher machen. Und womöglich am Flughafen vorbei, wo gerade die Nationalmannschaft gelandet ist, ist ja unglaublich, ne, dass sie das geschafft haben. Ich weiß auch gar nicht, ob sie die Fußballnacht alles schon wieder aus den Knochen raus haben und so. Ne, aber ich finde es wirklich sensationell. Toll, dass sie alle da sind. Und die Lounge ist jetzt die 8. Ist wieder am vertrauten Platz, dort, wo wir es ja eigentlich immer gehabt haben. Das letzte Mal war eine Ausnahme, dass wir woanders waren. Jetzt sind wir wieder hier an dem bekannten Platz. Danke für die vielen Mails, die Sie geschickt haben, für die vielen auch Anregungen, die dabei waren, um hier zu sein. Und das ist ja eine Lounge der Fakultät Wirtschaftspsychologie der Hochschule für angewandtes Management. Und Sie finden hier auch einige Anregungen dazu. Sie finden auch einen Büchertisch, zu dem kommen wir vielleicht nachher gleich noch dazu. Und wo man sich auch bedienen kann. Ja, ich glaube nicht ganz nur bedienen. Es ist nicht alles ganz kostenfrei, aber was da ist, kann erworben werden. Ich sage es einfach mal so. Unsere Sachen kann man einfach mitnehmen. Ein Hinweis, es ist ja eine semi-virtuelle Hochschule und semi-virtuell heißt, dass wir Medien auch erzeugen und deswegen ist hier auch wieder ein Video aufgebaut und wir achten darauf, dass Sie möglichst wenig persönlich sichtbar sind und deswegen bitte ich Sie da so um Ihr Einverständnis und sehe das als gegeben an, weil Sie ja wissen, wenn man hierher kommt, das ist einfach ein Teil dessen, dass wir im Grunde auch Ressourcen schaffen wollen für die Studierenden, die auch nicht dabei sind und für die Forschung auch so. Ja, die große Nachfrage und ich musste sagen, wir haben ja schon diesmal angefangen im Januar das anzukündigen und es war unglaublich, wie sich bis heute Morgen Leute angemeldet haben, immer noch Leute gefragt haben schon, haben allerdings schon vor 2 Monaten Leute gefragt, ob sie noch kommen dürfen und heute Morgen aber auch noch. Also es war unglaublich, wie viele da an Nachfrage entstanden ist und ich bin ganz überzeugt, das hat auch was damit zu tun, welchen Gast wir heute dabei haben. Und der Gast, den wir dabei haben, er ist Berater, gelernter Psychotherapeut, vielleicht auch Künstler, in jedem Fall Lebenskünstler, da bin ich ganz überzeugt. Er ist Preisträger, diesjähriger Preisträger des Life Achievement Award von Managerseminare und auch zahlreiche andere Preise, die ich gar nicht alle aufzählen kann. Mitglied und Mitbegründer vieler Institutionen, die auch im deutschsprachigen Bereich bedeutsam sind. Dazu gehört der Deutsche Bundesverband Coaching, DBVC, Gründer und langjähriger Vorsitzender der Gesellschaft für Weiterbildung und Supervision, GWS, Mitbegründer des Forum Humanum und, kann man sagen. Und sein eigenes Institut, das ISB, Institut für Systemische Beratung, hat in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum, wofür er wieder eine Schrift herausgebracht hat und da sagst du nachher gleich selber was dazu. Und das ist Teil eines sehr umfangreichen publizistischen Werks. Also für unsere Studierenden, die hier sind, also allein die Liste seiner Publikationen ist länger als die meisten Bachelorarbeiten. Also das ist wirklich schon sehr beachtlich, was da alles dabei ist. Ja, ich begrüße hier Bernd Schmidt. Bernd, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich bin jetzt in einem Alter, da ereilen einen schon manche Ehrerbietungen. Das ist auch ganz schön. Es wurde schon gesagt, ich will, dass Sie am Büchertisch von uns aus vergünstigt einkaufen können. Und das ist das Büchlein, das ich zum 30-jährigen Jubiläum rausgegeben habe. Da ist die Rede für diesen Life Achievement Award drin. Da ist aber auch eine Geschichte, die ich geschrieben habe, drin. Da sind auch Orientierungspunkte für humanes Wirtschaften. Wir brauchen dringend ein neues Narrativ für unsere Wirtschaftswelt. Und für die Älteren von uns groß geschrieben und ein paar Fotos auch von mir drin. Ich schreibe gern gegen eine Schutzgebühr. Mitarbeiter haben geschrieben von 3 €. Wenn sie nur 2 haben, ist auch recht. Sie bedienen sich überhaupt am Tisch selbsttätig und legen das Geld einfach rein. Wir haben eine Vertrauenskultur und Sie sind gerne einbezogen. Dankeschön, ne? Das ist so ein gutes Angebot auch. Ja, die Lounge wie immer zu Beginn einfach ein bisschen Warming-up, in Kontakt auch zu kommen.
so miteinander. Und wir haben auch im Vorfeld telefoniert und ich habe mich auch einfach nochmal so ein bisschen reingelesen. Und was ich ganz spannend fand, ist, wenn man deine Vita liest, da steht dann drin Interessenschwerpunkte derzeit. Na, und dann ist so einiges aufgelistet, systemische Lern-, Professions-, Organisationskultur, Arbeit mit Intuition, Träume, innere Bilder, Senior, Experte im demografischen Wandel. Also sind solche Themen aufgeführt. Und ist das denn schon ein Hinweis auf deine lebenslange Entwicklung und Frage, wie schnell verändert sich das bei dir mit Interessen? Schwerpunkten. Ist das sowas, was im Fluss auch ist und immer wieder anders ist? Oder wie ist das, wenn man auf so viel Erfahrung zurückschaut, wie du das tust? Na, wie entwickelt sich das bei dir? Also das ist ein langer Bogen und ich bin ja weit über 40 Jahre schon im Feld und immer ein unruhiger Geist gewesen. Ich bin ein Mensch, der immer auf die Horizonte schaut, was denn noch möglich ist. Und wenn man das 40 Jahre lang tut, kommt man einfach auch viel rum. Ich habe ja in der Hochschuldidaktik angefangen, humanistische, psychologische Verfahren, dann verschiedene therapeutische Verfahren, Organisationspsychologie, systemisches Arbeiten. Und ich versuche und ich glaube, bin gesund genug, dass ich ganz gut abschließen kann, wirklich den ganzen Bogen zu schlagen vom Begreifen der Seele der Menschen, und ich scheue mich nicht, einen solchen Begriff zu verwenden, wie ich das verstehe, können Sie in dem Büchlein nachlesen, wirklich den Umgang mit sich selbst, um zu begreifen, wer man sein könnte und wofür, wie man gemeint sein könnte. Ich glaube, dass wenn den Menschen etwas vom Tier unterscheidet, ist es, dass er eine Erzählung aus seinem Leben machen möchte, eine stimmige Erzählung. Und ich versuche ganz den Bogen zu schlagen bis zum neuesten Buch über systemische Organisationsentwicklung. Wirklich die Frage, wie können wir mit allen Faktoren, da kommen wir nachher noch drauf, wirtschaften und Organisation so entwickeln, dass wir die angemessenen Rahmen für Humanismus schaffen. Denn durch Berührtsein und es miteinander gut meinen, allein können wir die humanistischen Probleme, die wir heute zu lösen haben, einfach nicht lösen. Ja, und je nachdem, wann du das nachliest, bin ich gerade besonders befasst mit einem dieser Aspekte, aber ich habe nie die anderen losgelassen. Also es ist nicht so ein Eintagsfliegen mäßig, sondern es ist mir gelungen, meine doch große Neugier und Entwicklungskraft immer damit zu verbinden, die Dinge nachhaltig zu pflegen. Ja. Also das ist wirklich so wie Gestalt und Grund ein bisschen, dass das unterschiedlich ist, was gerade im Vordergrund ist. Und jetzt bist du ja sehr erfolgreich in deinem Gebiet und mit einem riesengroßen Netzwerk von 4000 Leuten auch so sichtbar. Und trotzdem, wenn man sich mit dir beschäftigt, kommt immer wieder das Thema Scheitern hoch. Ne? Dass du sagst, so in der Schule nicht gut gewesen, okay, das ist jetzt noch nichts Strafbares, glaube ich. So, ne? Und auf der anderen Seite aber auch an der Hochschule nicht. Du sagst dann war es Legasthenie hast du dann entdeckt und jedenfalls kommt es keine Hochschulkarriere. Und dann kommt aber immer wieder raus, diese Vorzüge dessen, was bei dir auch nicht geklappt hat. Und ich wollte dich einfach fragen, wie siehst du so den Zusammenhang zwischen Scheitern und Erfolg? Ja, wie hängt es bei dir zusammen? Wie ist da so deine Lebenserfahrung? Ja, ich bin von meinem Elternhaus nie prädestiniert gewesen für diese Rollen und Tätigkeiten, denen ich mich heute hingebe. Und ich habe schon in gewisser Weise auch eine sehr einseitige Persönlichkeit gehabt und habe sie etwas geläutert, ja noch. Und so ist es mir in meinem unendlichen Drang, Dinge zu erfassen und anderen Leuten zu erklären, was ich glaube, erfasst zu haben und der selbstverständlichen Annahme, das sagt man denen, die kapieren das dann und laufen los. So, Moses ist einer meiner mythischen Gestalten im Hintergrund. Moses geht in die Wüste und nach einer Weile guckt er sich um, kommt keiner. Die finden die Suppentöpfe im alten Ägypten irgendwie doch interessanter. Und von daher bin ich oft auch einfach, habe ich nicht so reingepasst so richtig. Oft nicht in Erwartungen, oft habe ich nicht die Sensibilität gehabt, was Menschen brauchen, um begeistert zu werden oder um auch wirklich aufzubrechen. Bin dann vielleicht auch oft etwas besserwisserisch und brüsk gewesen. Also ich hatte einige Ecken und Kanten,
mit denen ich auch immer wieder angestoßen bin und auch schmerzlich erfahren habe, dass ich dann halt nicht so leicht willkommen bin oder toll gefunden werde. Und das war oft auch schmerzlich, hat aber, weil es mir der Teil halt nicht leicht gefallen ist, hat es eben auch notwendig gemacht, dass ich wirklich den jeweiligen Dingen, denen ich nachgegangen bin, sehr intensiv gewidmet hat. So, also es hat auch Vorteile, wenn man nicht so viel Charisma hat. Okay, woher weißt du das? Ja, aus meinem Werdegang. Ich meine, okay. So ein bisschen Charisma habe ich im Laufe der Jahre dazu entwickelt. Aber es war mir nicht in die Wiege gelegt. Ja. Jetzt bist du ja jemand, der in der Lage ist, sich auch darzustellen und auch rauszugehen. Auch so. Ich darf ja hier klar das Geheimnis verraten. Du bist der erste Gast in der Lounge, der einen Medienfachmann mitgebracht hat. Das finde ich unglaublich. So, ne? Das ist, also diese Bewusstheit auch so. Und da gehört ja schon ein Teil Professionalität dazu. Es gehört aber auch vielleicht so, ich weiß es gar nicht, ein kleiner Schuss Narzissmus oder vielleicht sogar sich den antrainiert zu haben. Deswegen meine Frage als erfolgreicher Berater und auch Führungskraft. Ne? Wie viel Narzissmus braucht man? Braucht man das ein Stück oder zumindest die Selbstdarstellungskunst oder so? Oder wie schätzt du das ein? Also ich würde nicht so gern mit dem Begriff Narzissmus arbeiten, weil das immer so ein bisschen sehr nah an Selbstgefälligkeit und nur an sich interessiert ist. Es stimmt schon, dass ich auch gerne mich darstelle, aber im Zweifel ist mir immer wichtiger, dass ich etwas habe, für das ich stehe und nicht, dass ich jetzt eine gute Figur mache, möchte ich natürlich auch gern. Es gibt ein sehr altes Konzept von Eric Byrne, dem Begründer der Transaktionsanalyse, der sagt, zu den wichtigsten Strebungen der Menschen gehören Exhibitionismus und Voyeurismus. Mhm. Das klingt jetzt natürlich erstmal ganz schlimm und als müsste man gleich zum Psychiater, aber etwas übersetzt heißt das, die Freude daran, sich zu zeigen, und zwar jetzt symbolisch übersetzt, nicht sich körperlich nackt zu zeigen, sondern sich in seinem Wesen zu zeigen, unverhüllt, unverstellt zu zeigen und immer wieder darum zu ringen, selbst zu begreifen, was das ist und andere, und es natürlich toll finden, wenn andere Wohlgefallen haben an dem, was man dadurch zeigt. Und diesen Exhibitionismus, der ist mir immer ganz leicht gefallen. Also ich wollte schon gerne etwas zeigen, was ich bin und was in mir steckt und das dabei entfalten. Ich würde das nicht mit Selbstgefälligkeit gleichsetzen. Sondern mit sich produzieren, sich ein Angebot machen oder was Freude an dem, Freude. Wofür ja. Ich geboren bin, was mir gegeben ist und was ich in die Welt tragen möchte. Ja. Und dazu muss ich zeigen. Und in der Zeit heute, in der Aufmerksamkeit so ein knappes Gut ist, muss man auch lernen, das so zu zeigen, dass die Menschen Interesse finden können. Und das ist immer so ein bisschen ein Balanceakt zwischen Gefälligkeit und sich selbst treu bleiben. Aber ich habe einen ganz guten Mittelweg gefunden. Ja, Freude ist vielleicht so das richtige Stichwort. Wir haben vereinbart, dass so nach diesem ersten Teil du auch etwas beiträgst, einen Impuls bringst und hast dir dann ja auch überlegt, dass du auch ein paar Folien zeigen wirst dazu. Und jetzt ist so, dieser Teil ist einfach auch zu genießen. Jetzt wird Bernd Schmidt etwas zeigen aus seinem Werk. Das Thema heißt heute ja systemische Lernkulturen schaffen. Und das ist schon ein sehr spannender Punkt. Regiekompetenz, Didaktik, Inhaltskonzepte. Und dafür darf ich dir das Wort geben auch.